Hallo und ganz herzlich willkommen bei Colorful Paper Art. Ich bin Birgit und freue mich sehr, dass du den Weg in meine Papierwerkstatt gefunden hast. Heute kommt mal ein etwas anderes Format. Und zwar gibt es heute eine Zusammenarbeit, ein gemeinsames Experiment mit meiner lieben Freundin Petra vom Kanal Pia Kupferkunst. Ich habe Petra vor einem halben Jahr kennengelernt, hier über YouTube, und seitdem sind wir ganz eng verbunden. Wir haben auch schon mal eine Kooperation zusammen gemacht, im Dezember war das, glaube ich. Und jetzt haben wir gesagt, wir würden mal wieder gerne was gemeinsam unternehmen und auf YouTube einstellen. Ich empfehle euch allen mal in Petras Kanal zu schauen, die macht wirklich wunderschöne Sachen und gibt viel Know-how auch mit dazu, sodass es immer auch leicht ist, das eine oder andere selber zu versuchen. Also wirklich, schaltet mal rein, guckt euch das an, es lohnt sich. Unser heutiges Thema handelt von dem Problem, dass ja, wie man jetzt auch hier sieht, man in Magazinen, auf Postkarten, auch auf Stickern zum Beispiel, in Kalenderblättern oftmals sehr, sehr schöne Motive findet, die aber dann meist hochglänzend sind, so wie man das jetzt hier auch sehen kann. Da ist also die Seite ist vollkommen glatt und glänzt dazu, und oftmals sind die Farben dann auch so kräftig, dass man sie irgendwie in der Form gar nicht in sein Projekt einarbeiten kann. Und das kann man ändern. Ich habe auch schon mal ein Video dazu hier mal rausgestellt. Da habe ich mit Papieren gearbeitet, also transparente Papiere, die ich über diese Flächen geklebt habe, was auch einen guten Matteffekt gab und auch Farbe weggenommen hat. Aber auch diese Methode hat ihre Grenzen, denn sie nimmt optisch viel vom Motiv weg. Es muss also auch noch andere Möglichkeiten geben, und die wollen wir heute erforschen, Petra und ich. Wir haben so unsere Rahmenbedingungen so ein bisschen festgelegt. Also wir wollen drei verschiedene Medien nutzen, um blanke Seiten matt zu machen und auch die Farbe ein bisschen wegzunehmen. Wir haben uns aber nicht gesagt, was wir da im Einzelnen tun, sondern es wird für uns beide auch jeweils eine Überraschung, und wir sind schon total gespannt, wie die Ergebnisse aussehen. Ich hoffe, wir können euch ein bisschen von dieser Spannung vermitteln und vielleicht auch euch ein bisschen helfen, mit diesem Problem selber zu Rande zu kommen, denn es gibt Lösungen, das wird sich zeigen. Und so wünsche ich euch beim Anschauen ganz viel Spaß und auch das eine oder andere Aha-Erlebnis. Ich habe mich daran erinnert, wie es immer so in der Schule gewesen ist, wenn Experimente gemacht werden sollten. Da begannen wir immer mit einer Versuchsanordnung, und ich brauche ja immer ein bisschen Struktur. Ich bin nicht so die ganz spontane. Ich bereite gerne ein bisschen was vor. Und so habe ich mir dann auch erstmal überlegt, was brauche ich jetzt eigentlich für meine Experimente? Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, um eben so einen Mattierungseffekt oder auch einen Abtöneffekt zu erreichen. Aber ich muss mich natürlich begrenzen. Und da habe ich mir einmal Mattmedium ausgesucht, was ich mir extra bestellt habe. Den Link bekommt ihr auch dann in der Beschreibung. Dem Mattmedium sagt man ja nach, dass es eben halt mattieren kann, unter anderem. Dann habe ich hier, das war der Vorschlag von Petra, Alkoholinks. Sie hat sich die gleichen bestellt. Mit denen habe ich noch nie gearbeitet. Ich weiß überhaupt nicht, wie man die anwendet. Es steht ja auch nichts drauf. Ich habe mich jetzt auch nicht belesen oder schlau gemacht. Ich experimentiere, wie gesagt. Dann eine mechanische Art, hochglänzende Flächen matter zu bekommen und auch Farbe wegzubekommen, ist Sandpapier. Das möchte ich auch probieren. Und ich habe jetzt noch etwas extra gemacht. Das ist mir aber, sage ich mal, bei den ersten Vorexperimenten eingefallen. Warum, erkläre ich nachher später. Also ein bisschen Acrylfarbe in einer gedämpften Farbe. Das könnte jetzt grau sein. Ich habe jetzt braun genommen. Das wären jetzt also sozusagen die Medien, mit denen ich da malen möchte oder experimentieren möchte. Und dann das Material, auf dem ich arbeiten will. Und ich habe mir es so vorgestellt, dass wir zuerst mal anfangen mit einem Kalenderblatt, was ich zerschnitten habe, ein hochglänzendes. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also das glänzt sehr stark. Von beiden Seiten fühlt sich auch richtig glatt an. Und ich habe mir das zerschnitten in diese Streifen und möchte jetzt also zunächst mal diese
unterschiedlichen Medien ausprobieren. Und ich habe mir es immer so gedacht, dass ich die eine Seite bearbeite und die andere freilasse, damit man besser den Unterschied sehen kann. Ich arbeite mich also im Einzelnen durch diese Blätter und dann werden wir die Effekte erkennen können und im Anschluss dann möchte ich gerne die Effekte ausprobieren, einmal auf Postkarten, einmal auf Stickern und einmal vielleicht auf ein paar Magazinseiten. Aus dem, was dabei herauskommt, das haben wir uns so verabredet, Petra und ich, soll dann eine Sache gearbeitet werden aus irgendeinem Ergebnis, die man dann auch nutzen kann. Also irgendein hübsches kleines Ding, sage ich mal so. Vorweg noch, ich habe jetzt meinen Arbeitsplatz so mit Papier abgedeckt, weil hier doch Flecken entstehen, die nicht mehr wieder zu beseitigen sind und deswegen empfiehlt sich das einfach, da ein bisschen Schutz zu haben. Und ich beginne jetzt ganz einfach mit dem Sandpapier und ich habe ein 240er, das ist ein relativ feines Sandpapier genommen und ich bewege das jetzt in kreisenden Bewegungen und schleife eigentlich hier diesen glänzenden Belag ein wenig herunter. Und man sieht schon, je mehr man macht, desto matter wird das Papier zum einen und desto mehr verändert sich auch das Motiv. Es wird nämlich so ein bisschen, ja fast wie durch einen Weichzeichner fotografiert, also wie durch einen Filter. Und das kann ein sehr, sehr schöner Effekt sein. Das kann schon manchmal genügen. Wenn man jetzt hier drüber fährt, dann merkt man, dass das immer noch sich glatt anfühlt. Und wenn man schaut, das wird jetzt vermutlich nicht zu sehen sein, wenn man mal guckt, dann sieht man, dass das Papier auch nur da matt ist, wo die Farbe weggeschliffen wurde. Also man erreicht einen gewissen Mattierungseffekt, der aber auch seine Grenzen hat. Man kann ja nicht beliebig viel hier runterrubbeln, dann würde man das Motiv nicht mehr erkennen. Und da, wo keine Farbe mehr drauf ist, hat man eben einen weißen Ton. Aber wenn man das richtige Motiv wählt und wie hier ist es jetzt eine Zeitschriftenseite, dann kann man alleine mit diesem Schleifpapier schon, wie ich finde, sehr, sehr schöne, crunchige Effekte erzielen, die sich wirklich gut integrieren lassen. Ja, das war die Nummer 1, das Sandpapier. Und jetzt kommt die Nummer 2 und da arbeiten wir wiederum mit Sandpapier. Und zwar fange ich an, in gleicher Weise wie eben hier mal das Papier, das unterliegende Papier anzurauen und die Farbe wegzuschleifen. So, und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Ich benutze so eine Tinte, so eine Alkoholtinte, Alkoholink. Und werde jetzt versuchen, dieses Motiv ein wenig abzudämpfen mit dieser Tinte. Die Tinte hat den Vorteil, dass wenn sie dann aufgetrocknet ist, sie wasserfest ist. Also man wird sie, wenn man jetzt zum Beispiel mit Aquarellfarbe drüber gehen will oder mit irgendwelchen wasserlöslichen Stiften, dann wird das nichts ausmachen, sondern die Tinte bleibt stabil in dem Moment. Das kann von großem Vorteil sein und deswegen wollte ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich gebe jetzt hier ein bisschen von der Tinte auf diesen Deckel. Man muss hier ziemlich schnell arbeiten, weil die super schnell trocknet und das ist auch für mich einer der großen Nachteile. So, und wenn ich das jetzt hier raufbringe, dann sieht man schon, es zieht total dick ein und man sieht das unterliegende Motiv nicht mehr so richtig. Das stört mich sehr. Ich habe auch versucht zu verdünnen mit Wasser, wobei ich glaube, dass Wasser nicht das richtige Medium ist. Es gibt wohl auch noch Flüssigkeiten, die man kaufen kann, die dafür geeignet sind, die Inks weiter zu verdünnen. Ich wollte jetzt aber nicht noch mehr Zeugs kaufen, was ich vielleicht nie wieder gebrauche. Und ich habe mich mit diesen Inks noch nicht so angefreundet. Aber man sieht hiermit, ich habe jetzt mit Wasser verdünnt und bin rübergegangen. Und man hat jetzt hier so einen Effekt, der also die Farbe
ordentlich abdämpft. Und wenn man jetzt will, kann man natürlich davon auch noch was wegnehmen. Man muss allerdings schnell sein. Je größer die Fläche, desto schwieriger wird das Ganze. Und der Effekt ist für mich nicht wirklich überzeugend. Ich weiß nicht, ob ich das weiter verfolgen würde. Ich denke mal eher nicht. Jetzt habe ich hier nochmal nur Alkoholink. Und das soll ja zum einen Mattigkeit geben und zum anderen natürlich auch Farbe wegnehmen. Aber es ist total schwierig, das aufzutragen, finde ich. Wie gesagt, je größer die Fläche, desto schwieriger. Es ist auch schwierig, diese Nuancen hinzukriegen. Ich denke schon, man müsste wohl dieses Verdünnungsmedium sich auch noch dazu kaufen, um hier befriedigende Resultate zu bekommen. Aber man sieht jetzt im Vergleich zur linken Seite, es ist also ein deutlicher Effekt entstanden, was die Farbe angeht. Und wie gesagt, wenn das dann auftrocknet, ist das auch, sitzt das auch haltbar drauf, zumindest wasserfest. Alkohol kann man es möglicherweise noch mal anlösen, aber nicht mit Wasser. Und es sieht dann auch von der Optik her matt aus. Wir lassen das jetzt einfach mal trocknen und gucken uns das dann an, wie es fertig aussieht. Die Fläche ist trocken und ich hebe es mal hoch. Durch die Farbe ergibt sich auch eine gewisse Mattierung. Die ist aber jetzt nicht vollständig matt, diese Fläche, da glänzt immer noch ein bisschen was. Und wenn man drüber fährt, ja, dann fühlt sich das auch ein bisschen matter an als nur, oder ganz schön viel matter sogar als auf dieser Seite. Hier habe ich nochmal unverdünnte Farbe genommen. Da wird der Effekt dann auch noch stärker. Aber man hat eben diese Streifigkeit und ich kann mir vorstellen, dass das für kleine Motive eine gute Sache sein kann, das damit zu versuchen. Für größere Flächen würde ich es einfach nicht empfehlen. Dann kommen wir jetzt, es ist alles ein bisschen durcheinander gegangen, aber das macht nichts. Es ist ja ein Experiment. Wir machen weiter mit dem Mattmedium. Hier haben wir jetzt also das Mattmedium und ich weiß nicht so richtig, was das eigentlich ist. Hier steht jedenfalls drauf Translucent Low Gloss Acrylic Extender, also durchscheinend und schwach glänzende Verdünnung. So musste man es ja übersetzen. Also man kann es wohl nehmen, um Acrylfarben zu verdünnen. Und es soll ja das reinste Zaubermittel sein. Man kann damit ja auch kleben. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich probiere das einfach mal aus, weil ganz viele Menschen sagen, das ist gut. Das lässt sich gut einsetzen. Und ich fange mit dieser Karte jetzt an und streiche hier einfach mal Mattmedium drauf. Direkt so, wie es aus dem kleinen Döschen hier kommt und warte mal, was passiert. Das Mattmedium braucht ja mehr Trockenzeit als die Inks. Ich sehe auch, dass hier sich das Mattmedium auch Farbe anlöst. Hier sind schon, weiß nicht, ob das zu sehen ist, diese weißen Geflechtteile färben sich schon ein bisschen ein. Also es scheint sich die Farbe unter dem Mattmedium ein bisschen zu verwischen. So, und jetzt lassen wir es mal trocknen. Diese Länge, etwas längere Trockenzeit als bei den Inks, die trocknen wirklich im Handumdrehen, empfinde ich hier als Vorteil, weil man so ein bisschen besser das verteilen kann. Solange es feucht ist, kann man vielleicht auch noch mal so ein paar von diesen Streifen entfernen. Und jetzt warten wir einfach mal, wie es aussieht, wenn die ganze Sache trocken ist. In der Zwischenzeit habe ich mir jetzt gedacht, wenn das Mattmedium dazu geeignet ist, Acrylfarben zu verdünnen, dann kann man es sicherlich auch zusammen mit Acrylfarben entsprechend benutzen. Und da kam jetzt diese braune Acrylfarbe ins Spiel. Und zwar würde ich jetzt mal versuchen, zunächst mal mit Mattmedium zu mattieren und anschließend dann, wenn das trocken ist,
verdünnte Acrylfarbe drauf zu geben, um die Farbigkeit zu brechen und eben einen dunkleren Gesamtton wie ein Filter über die Fläche zu legen. Bin gespannt, wie das funktioniert. Da müssen wir jetzt auch wieder warten, bis das trocken ist. Und dann habe ich mir überlegt, könnte man ja auch Mattmedium nehmen und die braune Acrylfarbe von vornherein reingeben und dann das gefärbte Mattmedium mit der Acrylfarbe zusammen gemischt auf das Papier bringen. So, dann ist natürlich immer, das sind dann Erfahrungswerte, wie viel Farbe man dafür nehmen soll. Das ist jetzt eben halt das Experiment, das könnte man ja dann immer noch optimieren. Aber ich ziehe das jetzt einfach mal hier rüber und man sieht natürlich deutlich, dass die Farbe ihre Spuren hinterlässt und wir schon einen wesentlich dumpferen Ton auf die Fläche bringen. Diese schreiende Farbigkeit wird also tatsächlich genommen. Und je mehr wir von dieser Acrylfarbe beimischen, desto stärker wird natürlich auch der Abtönungseffekt sein. So, auch das muss jetzt wieder trocknen. Jetzt schauen wir mal, ob sich hier schon was getan hat. Gucken wir mal die erste Färbung. Die ist jetzt ziemlich trocken und ich hoffe, das ist zu sehen. Ich hebe es noch mal ein bisschen an. Dieser Unterschied im Glanz. Also der Glanz ist wirklich verschwunden, während er hier noch voll da ist. Und ein klein wenig dezenter ist die Farbe auch geworden, wenn auch jetzt nicht entscheidend. Aber ich finde dieses Ergebnis hier sehr interessant, zumal wenn ich jetzt hier rüber fasse, dann hat es jetzt einen Abstumpfungseffekt. Es ist auch vom Gefühl her nicht mehr glatt und zwar so, dass es sich fast wie Papier anfühlt. Also es hat einen sehr natürlichen Griff. Den habe ich bei den Alkoholinks, da ist es ja auch ein bisschen matter, aber es fühlt sich irgendwie trotzdem fremd an. Dies ist irgendwie organischer, gefällt mir besser. In der Zwischenzeit ist jetzt aber der Versuch, Mattmedium gemischt mit Acrylfarbe direkt aufgetragen. Der ist trocken mittlerweile und hier sieht man auch das Ergebnis. Auch hier haben wir wieder einen sehr guten Mattierungseffekt. Wir haben auch gleichzeitig eine Dämpfung in der Farbgebung, so wie wir das gerne wollten. Was nicht so schön ist, das sieht man vielleicht hier auch nochmal, wenn ich das nochmal hochhebe, dass wir hier jeden einzelnen Streifen des Pinsels wiedererkennen. Also es sieht sehr streifig aus, was sicherlich nicht immer gewünscht ist. Also das ist jetzt das, was mich hier stört, was aber vielleicht jetzt in unserem letzten Versuch, indem wir ja hier schon das Mattmedium aufgetragen haben und jetzt die Acrylfarbe auftragen, die ich jetzt erstmal nur mit Wasser verdünnt habe. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Also erstmal sieht man schon, sie bleibt auf der Fläche, sie perlt nicht ab, sondern setzt sich in das Mattmedium ganz gut rein. Und es gibt auch diesen Effekt. Und natürlich sieht man jetzt hier auch wieder die Streifen, aber ich würde jetzt einfach mal versuchen, mit einem Tuch hier so ein bisschen drauf zu tupfen und das auch noch so zu modifizieren. Vielleicht könnte man auch noch ein bisschen länger warten, das lässt es noch ein bisschen mehr anziehen. Man kann die Farbe auch noch etwas stärker wählen. Das wäre jetzt so meine Idee. Für einen flächigen Farbauftrag kann also reiben, dann verschwindet natürlich mehr Farbe oder man tupft, dann wird das etwas unregelmäßiger. Also da hätte man dann schon wieder ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten und ich finde das eigentlich hier sehr schön. Das kann man sicherlich noch variieren, man kann sicherlich mehr Farbe drauf geben oder auch weniger, je nachdem wie man es braucht. Das ist jetzt das, was mir bislang am besten gefällt, insbesondere für so flächige
Aufträge. Und dazu kommt noch, dass eben halt auch die Haptik, also das Gefühl des Anfassens sehr, sehr schön ist und sehr an Papier erinnert. Ja, und dann habe ich hier noch ein Papier gefunden, was ich mir vorbereitet habe, was eigentlich jetzt in einer anderen Reihenfolge kommen sollte. Also einmal Sandpapier. Und auch hier mal versuchen, mit Acrylfarbe zu verdunkeln. Also hier auch wieder dies, was wir abschuppern mit dem Sandpapier, dann mit Acrylfarbe zu färben und das mal zu vergleichen mit den Alkoholinks, die wir ja vorher auch schon mal versucht haben, auf diese Art und Weise aufzutragen. Also da nehme ich wieder dann wasserverdünnte Acrylfarbe und trage sie hier mal auf. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen mehr Farbe davon gebrauchen. So, und dafür kann man natürlich, braucht man jetzt nicht die hochwertige Künstlerfarbe nehmen. Das habe ich jetzt hier auch nicht gemacht. Das ist also eine preiswerte Farbe. Und für Experimente geht das ja allemal. Aber ich denke auch, wenn man eben große Flächen färben möchte, dann kann man da wirklich auch seine Reste verbrauchen. Ja, und ich würde auch hier wieder mit dem Lappen arbeiten oder vielleicht mit einem Schwämmchen. Aber ich finde, das ist ein interessantes Ergebnis. Das kann man auch sich mal merken. So ein bisschen praktische Arbeit soll jetzt im zweiten Teil des Videos kommen. Wir werden jetzt mit verschiedenen Untergründen arbeiten und mal gucken, was sich da so ergibt. Ich beginne jetzt mal hier mit drei kleinen Ausschnitten aus Zeitschriften, von denen ich finde, dass die Farbe gerne so bleiben dürfte. Das ist jetzt nicht zu grell, aber freundlich und hell. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal Mattmedium direkt auftragen und diese kleinen Papierstückchen einfach so belassen. Und wie man sieht, das geht schnell und darf dann auch trocknen. So, auch dieses Kissen finde ich ganz interessant. So, und den allerletzten Rest hier, da ist auch noch ein klein wenig Farbe mit drin, den streiche ich mal hier drauf. Und jetzt würde ich mich gerne meinen Stickern und wie das Leben so spielt. Habe ich jetzt ein paar Minuten gefilmt, ohne dass die Kamera angeschaltet war. Also ich bin folgendermaßen vorgegangen. Hier habe ich zunächst einmal Mattmedium aufgetragen und dann habe ich auf das angetrocknete Mattmedium verdünnte Acrylfarbe aufgetragen. Mal. Dies war ja auch schon vorbereitet. Dieses ist auch vorbereitet. Also ich streiche jetzt hier den Rest Acrylfarbe verdünnt mit Mattmedium auf. Und man sieht, es ergeben sich wieder die Pinselstriche. Und jetzt habe ich gewartet und habe dann nach einer gewissen Zeit angefangen, mit diesem trockenen Tuch ein bisschen zu tupfen. Sollte man nicht zu früh machen, weil dann tupft man zu viel Farbe weg. Auch da klein wenig Übung kann nie schaden. Oder ausprobieren, experimentieren. Und dann ergibt sich so etwas. Und das finde ich ist doch super schön, wie hier ja auch. Das kann man direkt in Journals kleben, ohne dass das irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt. Sondern das fügt sich einfach wunderbar ein. Und ja, das ist also mein Favorit. Mattmedium plus Acrylfarbe. Denke mal, das ist fast überall gut einsetzbar. Und das möchte ich dann auch noch zum Schluss mit zwei Postkarten machen. Und auch diese hatte ich dann eben halt mit Mattmedium schon behandelt. Einfach überstrichen. Und ich habe diesmal dann auch, um die Streifenbildung ein bisschen zu reduzieren, so einen breiten Pinsel genommen. Das hat auch schon mal besser funktioniert. Und hier ist es inzwischen auch ziemlich trocken und ich werde mir jetzt noch einmal Acrylfarbe anrühren mit Mattmedium.
und dann nochmal hier über diese Karten drüber gehen, um noch wieder ein bisschen Farbe zu reduzieren. Ich denke mal, es ist gar nicht so notwendig, weil die sind ja schon eigentlich ein bisschen matter in der Farbgebung, aber einfach jetzt aus Jux und Tollerei und weil es solchen Spaß macht. Die Karte fühlt sich hier übrigens schon sehr papierartig an durch das Matt-Medium. Also dieses Glatte ist total verschwunden. Und ich finde, das malt sich auch sehr schön hier drauf. Das ist fast wie ein richtiger Malgrund. Und jetzt werde ich mal hier schon anfangen, so ein bisschen was wegzunehmen. Und ich finde, dass der Effekt also ist überzeugend. Ich finde das sehr, sehr schön so. Man kann natürlich jetzt auch spielen. Man kann ein bisschen mehr in der Mitte wegnehmen oder an den Seiten, wie man möchte. Das, finde ich, ist tauglich, um in ein Journal einzugehen. Und hier mache ich es jetzt nochmal genauso. Und hier stören mich noch nicht mal mehr die Streifen. Auf diesem Untergrund sind sie eigentlich gar nicht zu sehen und ich würde das jetzt einfach so lassen. Und wir können hier auch noch mal schauen, das sind ja unsere Magazinseiten oder Zeitschriftenseiten, die ich nur mit Gesso bearbeitet, nicht mit Gesso, mit Mattmedium bearbeitet habe. Und die fühlen sich jetzt hier echt an wie Papier und sehen auch so aus. Und ich fand diese Farben ja schön. Ich wollte die gar nicht groß abdunkeln. Und ich würde sie auch so jetzt gerne weiterverwenden. Was bleibt als Fazit? Es gibt keine alleinselig machende Methode. Man kann wechseln und probieren. Aber für mich am brauchbarsten ist tatsächlich das Mattmedium. Da werde ich mich auch in Zukunft drauf konzentrieren. In gewissen Zusammenhängen kann man auch die Inks benutzen. Ich finde sie aber schwieriger und komplizierter. Und die Sandpapiergeschichte, finde ich, hat auch da ihren Sinn, wo man vielleicht wie ein Weichzeichner arbeiten möchte. Jetzt kommen wir also zum dritten Teil des Tutorials. Denn was nützen Experimente, wenn die Ergebnisse nicht auch wirklich genutzt werden? Und deswegen hatten Petra und ich uns geeinigt, dass wir aus irgendeinem dieser Dinge, die hier im Experiment entstanden sind, etwas Schönes fertigen wollen. Und ich habe mich jetzt hier für diese Postkarte entschieden, weil sie mir einfach so wahnsinnig gut gefällt. Ich bin ganz verliebt in sie. Man erkennt überhaupt nicht mehr, dass es eine Postkarte gewesen ist. Also wenn man jetzt so drauf schaut, denkt man, es ist eine kleine Malerei, die schon etwas älter ist. Und das hat irgendwie einen total schönen Effekt. Den möchte ich nutzen. Und ich habe ja hier mein Romantic Journal, The Never Ending Story. Ich habe das mal angefangen, weil ich mit diesen Spitzenkopien arbeiten wollte. Es wurde mir dann zu langweilig und jetzt nehme ich es für alles Mögliche, wo man irgendwie was Romantisches assoziieren könnte. Manches passt, manches nicht. Es ist ein bisschen mehr ein Skizzenbuch geworden oder auch ein Experimentierbuch. Und hier sind noch zwei freie Seiten mit Packpapier. Und hier würde ich diese Apfelblüte gerne integrieren. Und ich möchte also jetzt eine Journal-Card machen, die hier auf diese Seite passt. Wichtig ist natürlich, dass die Karte nachher zur Gänze hier reinpasst. Da sie ja aber noch gestaltet wird, muss also das, was zu und des liegt, zunächst mal hineinpassen. Und ich habe schon mal angefangen und habe mir einige Papiere zurechtgeschnitten, die ich also gerne verarbeiten möchte. Also dieses hier ungefähr so groß wie die ursprüngliche Karte, denn die hätte ja hineingepasst. So, das ist jetzt sozusagen das Hintergrundpapier, was ich hier haben möchte. Und dann möchte ich so Abstufungen machen, wie Rahmen so ähnlich. Und darauf soll jetzt also die Apfelblüte ihren Platz finden, aber natürlich so, dass man auch das Unterliegende noch sieht. Und dazu habe ich mir gedacht, wäre es hübsch, wenn wir einen Rahmen um sie herumlegen. Und da fertige ich mir ja immer aus Verpackungsdeckeln entsprechende Abdrücke. So habe ich immer Rahmen zur Hand. Und ich war jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob ich
diesen Rahmen oder diesen nehme, aber ich glaube, ich nehme den, weil der so hübsch das Blau auch aufgreift, sowohl hier aus dem Motiv als auch aus dem Cover. Und jetzt fange ich jetzt erstmal an und klebe das alles aufeinander. Die Papiere sind jetzt aufeinander geklebt, so wie ich mir das vorgestellt habe, und ich schneide jetzt hier den Rahmen aus. Und ich finde, diese Rahmen sind eine wunderschöne Möglichkeit, gerade jetzt, wenn man so ein bisschen im Vintage-Bereich unterwegs ist, einen entsprechenden Effekt auch zu erzielen. Natürlich kann man seine Stanzmaschine rausholen und super exakte Rahmen damit produzieren. Die haben natürlich auch was für sich, aber in diesen Style passt so ein einfacher Rahmen, finde ich, super gut rein. Der äußere Rand ist also mit grüner und brauner Stempelfarbe eingefärbt worden. Das hebt sich jetzt also schon besser von dem Untergrund ab, finde ich ganz schön. Und jetzt verstärke ich den Rand oder den Rahmen auch nochmal von innen, indem ich hier mit einem Aquarellfarbstift mal längs gehe. Und dann kann ich mir einen dünneren Pinsel nehmen und kann diesen Aquarellstift noch ein bisschen verblenden, ein bisschen weichere Übergänge schaffen, aber eben diesen ja etwas plastischen Effekt doch damit bewahren. So, jetzt habe ich gedacht, klebe ich die Karte mit ihrem Rahmen so auf den Untergrund, so ein bisschen schräge, und dann möchte ich auch hier so ein bisschen was Textiles mit reinbringen. Es darf ein bisschen zerfranst sein. So, und das werde ich jetzt hier so in irgendeiner Form ein bisschen anordnen, wahrscheinlich so in dieser Art, ein bisschen krumm und schief, und dann zusammen mit der Karte aufkleben und aufnähen. Deswegen. So, ich nehme jetzt hier für den Tacky Glue von Action. Ich finde, der klebt sehr gut. Druck, Druck, Druck ist immer gut beim Kleben. Ich werde jetzt das Ganze auch nochmal unter einen Bücherstapel legen, und da darf es dann austrocknen. Und ich werde in der Zwischenzeit eine Tasse Kaffee trinken. Hier ist die Karte jetzt fast fertig. Hier kommt noch ein kleines Label rauf. Jetzt habe ich vergessen, hier zu radieren. Das ist blöd. Also ich schreibe mir diese handschriftlichen Wörter immer ein bisschen vor, damit auch der Platz einigermaßen vernünftig aufgeteilt wird. Wer da mutiger ist als ich, kann das natürlich auch direkt aufschreiben. Und dann habe ich jetzt hier so ganz kleine Mini-Musterbeutelklammern. Die kann ich euch auch gerne unten mal verlinken. Aber wer die nicht hat, kann auch den gleichen Effekt erzielen, indem er einfach ein paar goldfarbene Pünktchen an die entsprechenden Stellen setzt. So. So, dann sieht es aus wie so ein kleines Schild, was da drauf genagelt worden ist oder drauf geheftet. Das gefällt mir sehr gut. Also denke ich mal, könnte man jetzt die Karte an ihren Platz bringen und hier aufkleben. Und ich finde, die fügt sich wunderschön ein. Also ich bin ganz glücklich über dieses Abtönen und Mattieren, und ich finde auch in der Gesamtheit diese Karte sehr ansprechend und passend, nicht so ganz so dominant, so dass man hier auch noch weiter ergänzen könnte. Ja, das ist das Experiment gewesen. Für mich ist es sehr aufschlussreich gewesen. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich grüße Petra und bin schon ganz gespannt auf ihr Video, was ich mir auch gleich anschauen werde. Und
dann denke ich, dass vielleicht der eine oder andere von euch auch eine Idee bekommen hat, wie er selber auch mit Kalenderblättern oder Postkarten oder Zeitschriftenseiten arbeiten kann und sie so richtig gut vorbereiten kann für den Einzug in ein Journal oder in ein Mixmedia-Projekt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal schicke ich euch alles Liebe, eure Birgit.